Am 2. Dezember 2023 fand in der Informhalle in Oberwart die Vollversammlung des Burgenländischen Müllverbandes statt. Bei dieser Versammlung konnten BMV-Obmann Michael Lampel und sein Stellvertreter Georg Rosner den Delegierten einen umfangreichen Tätigkeitsbericht präsentieren. Die burgenländischen Privathaushalte profitieren bereits seit Jahren von der guten Arbeit des BMV in Form von stabilen Tarifen, obwohl die Teuerung, Energie- und Spritpreise ein tiefes Loch in das Budget des BMV reißen. Durch Auflösung von Rücklagen wird es im Jahr 2024 keine Erhöhung der Müllgebühren in Burgenland geben. Und das bereits zum 21. Mal hintereinander, erklärt BMV-Obmann Bürgermeister Michael Lampel. Es gibt sicher zwei positive Botschaften. Das eine wird, wenn die Vollversammlung so abstimmt, wird es zum 21. Mal keine Gebührenerhöhung für den Haushalt kommen. Da sind wir sicher österreichweit der einzige Verband, der so etwas zusammengebracht hat. Trotz der schwierigen Herausforderungen, muss man ehrlich sagen, man kennt es ja, die erhöhten Betriebskosten, Strom, Heizkosten und so weiter, Tankkosten und so weiter, die ja bei uns anfallen, schaffen wir es trotzdem, dass wir die Bürgerinnen und Bürger von Burgenland nochmals entlasten, dass wir keine Tariferhöhung machen und zum 21. Mal praktisch keine Tariferhöhung, wenn die Versammlung, und davon gehe ich auch, da mitstimmt. Und das Zweite ist, dass wir auch für die Gemeinde noch eine Entlastung zustande bringen, trotz dieser schwierigen Herausforderung vom Budget und so weiter, weil die Erlöse auch nicht mehr die sind, die wir erhofft haben, muss man ehrlich sagen, in der Abfallentsorgung. Und da wird es auch für die Gemeinden nochmals ein Gemeindepaket geschnürt werden, sodass wir auch die Gemeinden dementsprechend entlasten in der Abfallsammelstellen. Und was noch kommt, natürlich ist die regionalen Abfallsammelstellen. Mattersburg-Oberwart sind wir in der Planung drin, sind schon in die Verhandlungen drin, in die Bauverhandlungen drin. Das heißt, dass wir nächstes Jahr im Frühjahr wahrscheinlich den Spatenstich schon machen können. Und natürlich für 2024 die große Herausforderung wird die Öffentlichkeitsarbeit sein, weil 2025 ändert sich in der Abfallentsorgung durch das Pfandsystem, was Österreich weit eingeführt hat, massives. Da werden wir auch gefordert sein, die Bevölkerung dahingehend entsprechend zu informieren. Das Pilotprojekt in Heiligenkreuz brachte äußerst positive Erkenntnisse. Aufbauend auf diesen Erfahrungen startet nun die landesweite Umsetzung mit den Anlagen in Oberwart und Mattersburg. In Oberwart wird eine bestehende Umladestation der Gruppe BMV UDP ausgebaut. In Mattersburg entsteht eine völlig neue Anlage, erklärt uns BMV-Obmann, Stellvertreter Bürgermeister Georg Rosner. Ja, ich meine, es ist so, dass viele Gemeinden, natürlich alle Gemeinden, das ist ja so das Abfallwirtschaftsgesetz, müssen beim Burgenländischen Müllverband quasi diesen Müll entsorgen. Wir haben in Oberwart das Privileg, dass ja schon seit vielen, vielen Jahren der Müllverband einen Standort hat. Wir haben ja vor Jahren den Müllverband eine Verlegung gemacht Richtung Nähe Unterwart. Wir haben jetzt mit Unterwart, Rotenturm und Oberwart auch dieses RAS, dieses regionale Abfallsammelzentrum, das der Baubeginn ja schon gestartet ist. Und wir sind auf einem guten Weg, und die RAS gibt es ja auch in Mattersburg. Das heißt, Forchtenstein, Wiesen und Mattersburg werden sich ebenfalls zusammenschließen und ein RAS im Bereich Forchtenstein-Mattersburg errichten. Und ich glaube, das ist ein richtiger Weg, weil ja Kreislaufwirtschaft, dann die Auftrennung auf mehrere Fraktionen, das heißt, wir müssen mit unseren Ressourcen sparsam umgehen und wiederverwerten. Und da, glaube ich, macht der Müllverband einen guten Schritt in die Zukunft, und das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Die Vorarbeiten für beide Projekte sind bereits voll angelaufen. Die Inbetriebnahme ist für das Frühjahr 2025 geplant. Mit dieser Infrastrukturmaßnahme hebt die Unternehmensgruppe BMV UDP den Standard der getrennten Altstoffsammlung auf eine ganz neue Ebene. Die Leistungen aus dem Gemeindepaket wurden auch im Jahr 2023 von den Gemeinden sehr stark in Anspruch genommen. Dadurch fallen die Entsorgungskosten für Siedlungsabfälle von den Abfallsammelstellen für den Gemeinden nahezu weg. Dieser finanzielle Ausgleich bringt eine spürbare Entlastung für die Gemeinden. Gleichzeitig bedeutet er aber eine große finanzielle Mehrbelastung für den BMV, gab BMV-Geschäftsführer Johann Janisch einen Ausblick auf die zukünftigen Entwicklungen.
Also wir haben heute das Budget für das Jahr 2024 auf der Tagesordnung und auch den Rechnungsabschluss für das Jahr 2022. Das werden heute die Hauptpunkte sein und insofern wird das wichtig sein, dass heute diese Beschlüsse gefasst werden, damit man weiß, wie schaut das Budget für das Jahr 2024 aus, was bedeutet das auch für die Kunden des Burgenländischen Müllverbandes, wie sieht es mit den Tarifen für das nächste Jahr aus. Das werden heute die Hauptpunkte bei dieser Versammlung sein. Und wie schaut das eigene Budget aus? Das Budget ist leider Gottes für den BMV für das nächste Jahr nicht sehr erfreulich, weil wir ja sehr hohe Aufwendungen zu stemmen haben. Wir spüren selbstverständlich die Energiekosten, wir spüren auch die Treibstoffkosten und auch die allgemeine Inflation. Die Erhöhungen sind sehr intensiv auch für uns spürbar. Wir geben das aber im Rahmen der Tarife nicht an die Kunden weiter und dadurch müssen wir aus den Rücklagen diese Abgänge abdecken. Das Budget ist insofern leicht negativ, aber wir denken, dass wir das trotzdem stemmen können und damit auch einen Beitrag leisten, dass es für die Beitragszahler des BMV nicht so teuer wird nächstes Jahr.